Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man eine vollautomatische Kaktusfarm bauen kann. Die ist schnell und einfach nachzubauen und das Beste an der Farm ist, ihr könnt sie eben so groß bauen, wie ihr möchtet. Das bedeutet, wenn ihr nur einen Packkakteen braucht, dann ist sie genauso gut wie für jemanden, der zum Beispiel, ja, weiß nicht, irgendwie die größte Kaktusplantage der Welt bauen möchte oder sowas und eben sehr viele Kakteen braucht. Und dementsprechend würde ich sagen, fange ich erstmal damit an, euch zu erklären, mit welcher Spielmechanik wir das Ganze machen. Denn Kakteen sind so ein bisschen eigen und ihr wisst ja wahrscheinlich, dass man neben einen Kaktus gar keinen Block platzieren kann. Also wenn ich jetzt hier oder da einen anderen Kaktus hinmachen möchte, dann geht das nicht, sondern man muss eben einen Block frei halten. Beziehungsweise würde ich da jetzt einen Block nebensetzen, da würden eben die Kakteen kaputt gehen. Und das ist genau die Spielmechanik, die wir uns hier zunutze machen. Denn wenn wir einen Kaktus quasi irgendwo stehen haben und wir platzieren dann daneben einen Block, ungefähr so, dann sorgt das dafür, dass der Kaktus zwar stehen kann, beziehungsweise der untere Kaktusblock bleibt stehen. Und wenn er jetzt allerdings wachsen möchte, dann merkt er, oh shit, das kann ich ja gar nicht, weil da ja ein Block im Weg ist. Und dementsprechend würde dann der Kaktus kaputt gehen und das Item würde droppen. Und das machen wir uns eben bei dieser Farm zunutze und sammeln dann quasi die Kakteenblöcke dann ein. Und ich würde sagen, ich fange jetzt direkt mit dem Tutorial an. Das erste, was ihr natürlich macht, ist, ihr platziert erstmal eine Kiste. So wie hier. Da sollen dann später die Items rein. Und hinter die Kiste platziert ihr dann mit Shift und Rechtsklick gegen die Kiste einen Trichter. Hierbei ist es wichtig, dass das Rohr vom Trichter auch Richtung Trichter zeigt. Ansonsten werden die nämlich nicht miteinander verbunden. Aber so kommen jetzt eben die Items durch den Trichter in die Kiste. So, perfekt. Dahinter platzieren wir jetzt 5 Blöcke und theoretisch ist egal, was für Blöcke ihr dafür benutzt. Also ihr könnt zum Beispiel hier Quarz benutzen. Allerdings ist theoretisch Eis eine bessere Variante, weil das einfach dafür sorgt, dass die Items sich schneller bewegen. Und noch besser als Eis wäre komprimiertes Eis. Und noch besser als komprimiertes Eis wäre dann tatsächlich dieses blaue Eis, was ich hier jetzt benutze. Und das ist aber, wie gesagt, nicht unbedingt nötig. Theoretisch ist nämlich eigentlich jeder Block genauso gut. Zum Beispiel habe ich auf unserem Survival-Server auch einfach Cobblestone genommen, weil es mir das einfach nicht wert war, so viel blaues Eis zu sammeln. Allerdings für die Leute, die es halt möglichst gut haben wollen, dann nehmt ihr einfach blaues Eis, weil das eben, wie gesagt, für eine etwas schnellere Verbindung sorgt. Aber wie gesagt, einen großen Unterschied macht das eigentlich nicht. Und dann, wie gesagt, platzieren wir dahinter 5 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Eisblöcke. Und dann umranden wir das Ganze einmal mit Glas. Da könnt ihr euch natürlich auch theoretisch wieder aussuchen, was ihr benutzen wollt. Aber ich finde, Glas ist jetzt hier für das Tutorial ganz gut. Dann kann man dann nämlich noch sehen, was quasi vor sich geht. Und damit umranden wir das alles. Setzt noch einen davon über die Kiste quasi. Die kann man jetzt immer noch aufmachen, das geht bei Glas. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir gehen hier, wo der letzte Eisblock quasi ist, gehen wir 2 Blöcke nach oben und platzieren dann auf diesen Eisblock hier an jede Seite nochmal 4 Blöcke. So, 1, 2, 3, 4 in jede Richtung. So. Und das können natürlich auch theoretisch jetzt wieder alle möglichen Blöcke sein. Nur wie gesagt, ich nehme jetzt hier wieder Eis, weil es halt die schnellere Variante ist. Aber Cobblestone, wie ich es zum Beispiel auf unserem Survival-Server genommen habe, ist auch natürlich machbar. Oder ihr könnt auch Holz nehmen oder was auch immer. Aber wie gesagt, Eis ist da ein bisschen schneller und dementsprechend benutze ich das jetzt hier auch. So, dann füllen wir hier die ganzen Ecken noch einmal aus. Dann haben wir hier insgesamt eine Fläche, die 9x9 Blöcke groß ist, beziehungsweise ja, haben wir hier einen Block halt fehlend in der Mitte. Und da kommen dann später die Items quasi runter. Was wir jetzt machen, ist, wir umranden das Ganze noch einmal. Ich nehme dafür jetzt mal Quarzblöcke, aber wie gesagt, ihr könnt dafür eben benutzen, was ihr möchtet. So, zack, 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 zack. Und da oben drauf platzieren wir dann nochmal am besten 2 Blöcke. Und ich nehme jetzt in diesem Fall hier mal Glas, damit wir das eben noch sehen können. Aber wie gesagt, ihr könnt dafür benutzen, was ihr möchtet. Und wie gesagt, blaues Eis ist halt sehr schwierig theoretisch zu bekommen im Survival. Oder beziehungsweise nicht unbedingt schwierig, aber halt sehr teuer. Und es dauert sehr lange, das zu farmen quasi. Und dementsprechend, wenn ihr eine große Kaktusfarm baut, würde ich mir überlegen, ob ich immer das blaue Eis benutze oder nicht einfach doch Cobblestone. Weil es macht halt, wie gesagt, theoretisch keinen riesengroßen Unterschied. Aber eben einen etwas kleineren und dementsprechend ist es rein theoretisch die bessere Variante, wenn man es sowieso über hat, wie im Survival, wie im Creative Mode zum Beispiel. Aber im Survival könnt ihr natürlich auch andere Blöcke benutzen. So, dann hätten wir das soweit. Was wir jetzt machen, ist, wir platzieren hier Sandblöcke und zwar so. Das Ganze machen wir dann hier auf jedem von diesen Vierteln quasi. Und da kommen dann später nämlich die Kakteen rauf und werden da wachsen. So. Und ganz in die Ecken platzieren wir jetzt Wasserblöcke. Oder vielmehr ein Wassereimer, sind ja keine richtigen Blöcke. Und dann müsste es so aussehen, dass sie perfekt hier in die Mitte strömen mit dem Wasser, allerdings eben nicht über dieses Loch hinaus. Also so wie es jetzt hier aussieht, sollte es dann bei euch auch aussehen. Und das sorgt nämlich dafür, dass quasi egal wo ein Block hinfällt, dass er immer durch das Wasser in die Mitte getrieben wird. Und das bedeutet eben, dass halt wenn ein Kaktus egal wo er hinfällt, auch aufgesammelt wird quasi. Und das wollen wir ja möglichst. Und dann platzieren wir hier auf jeden der Sandblöcke noch einmal ein Kaktus natürlich, da sollen die ja wachsen. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir eben einen Block platzieren, so dass der eben der neue Kaktus, der jetzt quasi auf die nächste Ebene oder hier jetzt oben drauf wachsen würde, so, dass der eben kaputt geht. Und dafür benutzen wir am besten Zaun. Und zwar platzieren wir die jeweils so,
Das sorgt jetzt nämlich dafür, wenn jetzt hier, wie gesagt, ein Kaktus drauf wachsen würde, dann würde er eben kaputt gehen, weil hier ein Zaun im Weg ist. Und bei dem hier würde das dann genauso sein. Und das müssen wir jetzt halt machen, das müssen wir jetzt halt für alle Blöcke machen, also für alle Kaktusblöcke, dass halt bei jedem Block, der wachsen würde, ein Block im Weg ist. So. Dann macht ihr am besten so, dass eben einer immer in der Mitte ist, dann könnt ihr nämlich gleichzeitig zwei Blöcke quasi abdecken. So. Ihr könntet dafür theoretisch auch Fensterscheiben benutzen und ich glaube sogar normale Blöcke, aber ich finde einen Zaun eigentlich relativ gut und auch relativ günstig. Und jetzt müsste rein theoretisch jeder Block einmal blockiert quasi sein und jedes Mal, wenn hier irgendwo jetzt ein Kaktus wächst oder wächst, würde er halt erkennen, okay, ich kann hier gar nicht wachsen, weil da eben ein Zaun im Weg ist. Und dann würde der Kaktus eben droppen und hier irgendwo ins Wasser fallen und dann in die Mitte getrieben werden. Und hier unten machen wir dann auch nochmal Wasser hin. So. Und dann von dem Wasser unten würde es dann halt zu dem Trichter hier gespült werden und dann eben in die Kiste kommen. Und das Ganze können wir mal ausprobieren. Und zwar erhöhe ich jetzt mal die Geschwindigkeit, in der die Dinge hier in Minecraft wachsen. So. Und jetzt seht ihr schon, die fangen an zu wachsen, merken dann, oh shit, da ist ja was im Weg. Und dementsprechend werden sie dann eben droppen, die Items. Was natürlich manchmal passieren kann, ist, dass eben so ein Item direkt nochmal auf den Kaktusblock selber droppt. Und Kakteen zerstören hier Blöcke. Also ich kann euch das mal zeigen, wenn ich den dagegen schmeiß, dann geht das Item kaputt. Und das kann natürlich hier bei dieser Farm auch passieren. Allerdings ist das eben, ja, relativ selten. Und dementsprechend fallen schon die meisten Blöcke einfach ins Wasser. Und kommen dann hier später unten noch in die Kiste. So, da seht ihr schon, die füllt sich ziemlich schnell. Und was ihr jetzt noch machen könnt, ist, wenn ihr halt mehr Kakteen braucht, könnt ihr das Ganze einfach stapeln. Und so macht ihr dafür dann hier oben einfach nochmal eine Umrandung quasi hin. So. Zack. Und dann könnt ihr hier eben genau dasselbe nochmal bauen, wie wir hier gebaut haben. Also das bedeutet, wir nehmen jetzt hier wieder theoretisch Eis oder halt Cobblestone oder was auch immer für einen Block ihr halt benutzen möchtet. Und lasst dann aber wieder in der Mitte eben dieses Loch frei. Also dieses hier. Und dann könnt ihr das Ganze halt theoretisch nochmal einfach oben drauf bauen. Und dann würden die Items ja auch wieder durch dieses Loch eben genau fallen. Und dementsprechend auch dann später auch in der Kiste landen. Und das Coole ist, das könnt ihr halt theoretisch so oft machen, wie ihr möchtet, bis ihr eben nicht mehr bauen könnt nach oben. Und dementsprechend ist diese Farm halt sehr weit expandierbar quasi Richtung oben. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Und sollte euch das immer noch nicht reichen, könnt ihr sie einfach daneben nochmal bauen. Dann solltet ihr aber natürlich auch noch daran denken, dass ihr vielleicht mehr als nur eine Kiste hier unten baut. Weil die ist ja relativ schnell voll. Die ist ja jetzt fast voll. Und wie gesagt, ihr könnt jetzt hier oben einfach genau dasselbe nochmal bauen und dann noch mehr Kakteen quasi anspielen lassen und die würden dann alle hier in dieses Loch fallen und dementsprechend dann auch aufgesammelt werden. Und dementsprechend, je nachdem wie viele Kakteen ihr braucht, könnt ihr das eben so groß bauen, wie ihr möchtet oder eben so klein lassen. Also meistens braucht man ja nicht so viele Kakteen und sowas reicht ja eigentlich schon. Und ansonsten würde ich sagen, das war's eigentlich vom Tutorial. Das Ganze könnt ihr jetzt natürlich noch ein bisschen hübscher bauen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Kaktus in die Kommentare. Und ja, ciao, ciao.